diese Scheibe. Das hat funktioniert. Ich hab's raus, aber sowas von. Hey, wenn dir was passiert, will ich im Cowboy Stadium, Arlington, Texas, begraben werden. Klar? So, weiter. Ach, jetzt muss ich ja erst noch zu dieser anderen fahren. Oh mein Gott. Mich haut's voll um, dass das der dritte Part jetzt schon für das Kapitel ist. Ich habe das viel kürzer in Erinnerung. Sau übel eigentlich. Wie schlecht bin ich denn eigentlich? Oh mein Gott. Tja, damit muss ich leben. Ach komm ey, warum fahre ich eigentlich so wie der letzte Assi? Vielleicht, weil ich der letzte Assi bin. So, komm, die letzte Station, die müsste hier direkt in die Ecke sein. Wer sagt's denn? Gut gemacht, Marlo. Ich hab jetzt alles. Du siehst das Schiff jetzt auf einer taktischen Karte. Wir müssen hier noch weiter tun und du musst das Schiff finden, Marlo. Kein Druck. Es war so von Anfang an klar, dass es das hier hinten ist, aber... naja. Ist egal. Treffe ich das Ding mit dem Auto? Eher nicht. Ach komm schon. Ach ja, genau, wo ich aussteige, dann passiert es natürlich. Oh Mann. Und jetzt dieses cool. Nee, ne? Ach komm, leck mich. Cool. Ey, das ist jetzt ein Witz, dass ich dahin laufen muss, gell? Ey, scheiße, Mann. Was ist denn heute los? Das Spiel mag mich, glaube ich, echt nicht mehr. Es passieren hier Fehler, die sind mir, weiß Gott, noch nie passiert. Allein schon das mit dem Heli, das war ja schon der Ansatz des Scheiterns. Naja, laufen wir ein bisschen hier so durch und ich stelle euch mal ein paar Fragen. Wie geht's euch so? Oh Mann. Ach Leute, es tut mir leid, ey. Ach, ja. Ja, und sonst... ich wollte ja eigentlich sagen, wir haben ja Zeit, aber das wäre ein bisschen gelogen. Und da oben kommen schon Leute, die mich umbringen wollen. Und ich sehe nichts, deswegen... oh nee, schieße ich nicht ins Nichts, denn sie sind schon wieder weg. Aber ich meine, so ein Spaziergang so durch die Wüste, ich meine, das ist auch mal was Neues, deswegen ist das doch auch mal ganz cool. Nicht immer dasselbe, wisst ihr Leute, man muss auch mal ein bisschen für Abwechslung sorgen und von daher, ich will einen Double Kill machen. Kann man auch mal eine Runde durch die Wüste spazieren. Was willst du denn eigentlich? Ruhe. So, ich hoffe, das waren nur drei. Ah, okay. Ja, sind wir letztendlich doch noch angekommen. Ich hab's schon nicht mehr für möglich gehalten. Aber wir haben tatsächlich das Schiff noch erreicht. Da war ich also. In einem Schiff, das als verschollen galt. Und suchte etwas, das man besser vergessen hätte. Ich hatte meine Gründe. Hatten wir alle. Wir wollten heim. Dann fand ich es. Und alles änderte sich. Ja, genau. So. Wir finden nämlich jetzt diese Waffe. Warte, war das überhaupt hier richtig? Ach, genau, Mann. Ah, genau. Hier runter, dann da lang, dann nochmal links, dann wieder geradeaus. Ein bisschen sprinten, ein bisschen ducken, ein bisschen klettern.
So, und hier diese Leiter hoch, ganz elegant. Und da sind wir auch schon. Offenbar wussten wir schon 1943, dass die Japaner Skalartechnologie nutzten. Diese Operation Aurora war ein Himmelfahrtskommando. Wir schickten die Jungs in den sicheren Tod. Alle. Wyatt, Faraday. Wyatt. Wussten Sie es? Ja. Sie wussten genau, wie viele Verluste es geben würde. Schätze, Sie wollten wissen, was die Waffe kann. Wartet. Okay. Probier diesen Code. Sierra Foxtrot 1079. Das ist ein Vorsatzcode des US-Militärs. Können wir mit unserer Befugnis aber nicht rauskriegen? Wie viele? Schwer zu sagen. Sehe nur den einen. Nehmen Sie ihn und verschwinden Sie dann. Das Ganze ist zu heiß. Wir ziehen alle Mann ab. Verstanden. So, Kapitel geschafft, Leute. Eins meiner Lieblingskapitel oder das Lieblingskapitel eigentlich von mir. Oh, da gab's vier. Ach, du Kacke. Ich glaube, da weiß ich nicht mehr alle. Drei wüsste ich, glaube ich, in der Map noch. Bin ich mir aber jetzt auch nicht sicher. Langsam wurde es richtig brenzlig. Die Russen machten ordentlich Druck. Wir gingen nach Norden, um uns mit der Guaya zu treffen und zu verschwinden. Hätten es auch fast geschafft. Sieht total unscheinbar aus, oder? Ja, aber so ist das schon immer. Schon vergessen? Troja fiel wegen der Braut. Ja, ist klar. Troja! Die Ilias! Das Buch aller Bücher! Was zählt ist, dass wir das Ding haben und schnell zur Aquaia bringen müssen. Ja, aber irgendwas an dem Kerl. Hast du an der Konsole was über ihn rausfinden können? Er ist ein Spion! Das macht keinen Sinn! Aufpassen! Der Rennemann zu! Ich muss den Vogel landen! Komm schon! Falscher Zeitpunkt für Heldentanken! Mach schon, Mann! Na los! Oh mein Gott. Hier habe ich tatsächlich auch mal geschafft, bei der Landung drauf zu gehen. Ich frag mich nicht, wie ich es gemacht habe, ey. Naja, ich krieg halt alles hin. Ja komm, das Kapitel mache ich noch. Dann lade ich dann die zwei Kapitel heute Abend hoch. Und dann sind alle zufrieden und glücklich. Wehe, wenn nicht, Leute. So, erste Funkstation ist direkt hier. So viel soll verraten sein. Aber an mehr kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Egal, jetzt gibt's erstmal Sniper-Action. Hier ist es zwar mit der Noob-Sniper eigentlich besser, weil man mit der immer schneller schießen kann, weil hier richtig ordentlich viele Leute kommen. Jo, an die Arbeit, mein Freund. Oh, erwischt, ey, der war sauber.
Okay. Oh, hier ist noch einer. Und. Okay, doch erwischt. Wow! Ich glaube ja, wo es geht los, ey. Boah, das Haus geht noch total zernagelt gleich, ey. Das ist so heftig. Na komm, ein bisschen mit der Piste. Das macht auch Spaß. Scheiße, die sind überall. Die versuchen das Haus zu stürmen. Ach, so ein Blödsinn. Die machen mal platt. Boah, der war sauber. Ach, der war zu früh, der war zu früh, der war viel zu früh. Ach du Scheiße, ey, ich kann doch meine Augen nicht überall haben. Mich regt's immer noch auf, dass das Spiel keinen Koop-Modus hat, ey, das wäre so geil. Oh, der Part ist auch gleich vorbei, Mist. Die alle mit ihren Schrotflinten, ey. Okay, zwei Stück noch, die packe ich noch. Okay, ich beende lieber den Part schon mal, weil wir wissen ja, was schon mal passiert ist. Also, bis dann, Freunde.